Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Seit Monaten protestieren tausende Menschen auf Rügen gegen LNG-Terminals. Nach Ihrem LNG-Beschleunigungsgesetz sollen LNG-Terminals mit Fertigstellung 2026 für 20 Jahre in Betrieb bleiben. Das widerspricht der angestrebten Klimaneutralität. 2027 besteht nach Zahlen der Bundesregierung ein Methanjahresbedarf für Deutschland und ein Transitbedarf nach Österreich und Osteuropa zusammen von 86 Milliarden Kubikmetern. Die Importkapazitäten 2027 aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Frankreich betragen dann zusammen 101 Milliarden Kubikmeter. Da braucht man keine zusätzlichen LNG-Importkapazitäten von 54 Milliarden Kubikmetern. Das ist massiv überdimensioniert. Damit man aber trotzdem Investoren anlockt, plant die Ampel eine 100-prozentige Refinanzierung inklusive Gewinnmarge für LNG-Projekte. Dieses Investoren-Rundum-Sorglos-Paket ist unverschämt. Und Umweltschutz und Tourismus geraten unter die Räder, da dieser Entwurf Beteiligungsrechte und Umweltstandards einschränkt. Zum Beispiel lebt Rügens Tourismus von intakter Natur und dies bedroht. Ostseedorsch und Hering leiden unter Überfischung und Meereserwärmung. Erneute Baggerarbeiten im Greifswalder Bodden sind da untragbar. Statt in LNG-Terminals Geld zu versenken, sollte die Umstellung der Industrie und des Wärmebedarfs auf Klimaneutralität beschleunigt und finanziell unterstützt werden. Dann sinkt ab 2030 der Methanbedarf deutlich. Und bis dahin reichen die sowieso für 10 Jahre gemieteten provisorischen Terminals, die FSRUs, mehr als aus. Kolleginnen und Kollegen der Ampel, ich befürchte, Sie werden dieses Gesetz durch den Bundestag bringen und unsere Kritik ebenso ignorieren wie die Bürgerproteste. Das wäre bitter. Aber schaffen Sie keine Fakten bis zum 21. Dezember 2023. Denn bis dahin stehen alle Investitionen unter dem Diktat des Energiechartervertrages eines Investitionsschutzabkommens mit privaten Schiedsgerichten, trotz erfolgter Kündigung. Dieser Vertrag würde ausländischen Investoren für 20 Jahre eine Entschädigung garantieren, wenn wir Gesetze aus Umweltgründen ändern, und könnten dann für die Gewinne, die nicht stattfinden, wie gesagt, eine Entschädigung verlangen. Dieses Risiko müssen Sie unbedingt vermeiden. Liebe Bürgerinnen und Bürger, es besteht keine Eilbedürftigkeit für dieses Gesetz, das Bürgerinnenrechte und Umweltschutzstandards einschränkt. Schützen wir maritime Lebensräume in Nord- und Ostsee. Das LNG-Beschleunigungsgesetz ist so überflüssig wie ein LNG-Terminal in Mukran. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist für Bündnis 90 Die Grünen, Felix.